Hallöchen und willkommen zurück bei Vanquish, wo ich in der letzten Folge das Zeitliche gesehen habe. Im Nachbargebäude. Der Feind sitzt in jedem Gebäude. Dann machen wir jedes Gebäude platt. Nein, also wo ich in der letzten Folge etwas versagt habe. Aber wie gesagt, das hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, das wird uns in diesem Spiel noch öfter passieren. Schlechte Nachrichten. Große Truppentransporter im Anflug. Woher kommen die? Von überall! Okay, Okay. Alter! Aber gegen die kann ich nichts machen, oder? Nein. Kann ich nicht. Oh, mit welcher Spinose? Alter, hör doch mal auf! Alter, was geht ab hier? Ich schieß euch den Rücken frei! Ich löse die Sicherheitssperre. Okay. Reicht das? Oh, krass, Alter! Jawohl! Helena, übernimm die Kontrolle über das Ding! Sobald du bereit bist. Das Lustige ist, es sieht vielleicht auch bei euch so aus, als würde es laggen, aber es tut's gar nicht. Also es läuft hier flüssig mit 60 FPS, alles easy, also in den Zwischensequenzen meine ich, ne? Oh oh. Ernst! Wir kommen klar! Macht, dass ihr weiterkommt! Moment, ich flieg dir nach. Bernd! Oh nein. Den kriegt doch nichts klein, oder? Ach, wie geil. Okay. Ich gleiche unsere Zielerfassung an. Dann musst du nur auf sie zielen und ich mach den Rest. Das finde ich gut. Das Tor schließt sich. Nach rechts. Das finde ich auch geil, wie man jetzt hier einfach an der Wand entlang fährt. Wie ist meine Position? Nördlicher Teil des Stadtkomplexes. Du bist deinen Verfolgern ein ganzes Stück voraus. Kann ich eigentlich hinten auch? Feindliche Schiffe entdeckt! Angriffsmodus! Feuer einstellen! Ich gehöre zu DARPA! Da vorne wird stark geschossen! Ihr DARPA-Leute müsst weiter zurückfallen! Hey, Helena! Verstanden. Ich soll das Tempo drosseln, oder? Machst du Witze? Schneller! Das lasse ich mir nicht entgehen! Natürlich! Wenn sie dabei aufgehen, sind wir aber nicht schuld, Sir! Das hat auch niemand gesagt! So, wo ist der Kampf? Aha. Also ich ziele jetzt gerade nur, die Geschütze schießen automatisch. Auch da ist was. Und da ist was Schönes. Ja, und schon allein für solche Ideen hier liebe ich das Game. Für die Dauer-Action, für die kernigen Charaktere und Sprüche. Und für seine tollen Ideen. Und für seinen Style. Und für seinen Soundtrack. Helena, langsamer. Schon dabei. Oh oh. Ist das da ein Gegner? Hm. Vielleicht die Reporter, huh? Die hier gerade alles im Blick behalten. Damit ich ins Fernsehen komme. Das war nicht ganz lustig. Ich erhöhe die Geschwindigkeit. Verstanden. Oh. Das sieht nicht
so schön aus. Okay, Entschuldigung, das vorhin war nicht Megatron, das ist Megatron. Perfekt nochmal. Schön, 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 schön. Ausweichen! Scheiße! Au. Ah, was ein Scheißtag. War sein Scheißtag. Oh Gott! Das werde ich nie vergessen. Wenigstens lebst du noch. Hey, hey, nicht so laut. Mir kommt's eh schon vor, als hätte ich eine Trommel im Kopf. Und darauf erstmal eine Zigarette. Wo muss ich jetzt hin? Du wirst zum Flughafen gehen müssen. Unser Roboterfreund freut sich sicher auf ein Wiedersehen. Es führt leider kein Weg dran vorbei. Dann mal los. Schmeiß das Ding doch nicht gerade so angeraucht wieder weg. Nutzung von Deckung, okay. Okay, weiter geht's. Mal hier. Greifen sofort an! Der könnte sich auch gleich selbst zerstören. Kannst du sie nicht aufhalten? Nein, wir sind nicht befugt, ihnen Befehle zu erteilen. Panzerabwehrpistole, Laserkanone habe ich ausgerüstet. Turbomaschinengewehr, ich bleib mal bei der Sniper. Panzerabwehr, ja, okay. Blinden? Oh! Ich glaube nicht, dass die freundlich gesinnt sind. Oh. Okay, der wäre hin. Und der ist auch hin. Weg hier. Ich weiß nicht, ob die Schaden machen, wenn die explodieren. So, was haben wir da? LFE-Waffe. Was ist denn los da oben? Ah, da sind mittlerweile ein paar stärkere dazu gekommen, ne? Bitte fein lächeln. So. Was haben wir hier? Scheibenwerfer, uninteressant. Im Moment. Nicht grundsätzlich, aber im Moment habe ich da nicht so die Lust drauf. Was? Ich dachte, hier liegen Holzscheide. Okay, ist ein Benzinkanister. Den wir mal mit voller Wucht wegkicken. Was ist denn das? Was willst du denn? Danke für den Tipp, Admiral. Sie stören mein Signal wieder. Du musst zuerst die AI ausschalten. Ja, kein Problem. Machen wir. Aua. Komm doch mal klar, ey. Ups. Das war eher nicht so gut, glaube ich. Puff. Hui. Okay, wir hatten einen schlechten Anfang. Okay. Juckt ihn jetzt nicht wirklich. Ich muss irgendwie hinter ihn kommen. Oh shit. Hallo. Guten Tag. Bam. Schön in die Bauchmuskeln rein. Ja, pass mal auf, ich hab doch hier noch was. Genau. Ich muss bei den Fetten öfter mal die EMP-Granaten einsetzen. Und weg da!
So. Ups. Der hat gesessen. Ups. Okay, 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 okay. Und boom. So, das dürfte es dann gewesen sein. Ciao. Hat keinen Spaß gemacht. Ich bin im System. Das sieht nützlich aus. Ah, was haben wir denn da unten? Guck mal da. Ich sehe da was. Oh, die kenne ich auch. Okay, gibt es hier noch irgendwas, bevor ich da das Knöpfchen drücke? Aber warte mal, ich muss wahrscheinlich so da lang, ne? Ja, geh doch mal. Ist nischt, da oben ist auch nischt. Dann drücken wir mal das Knöpfchen. Oh. Endgegner-Action. Yes. Nice. Oh shit. Gleich zwei von denen. Die halten mich für einen Masochisten. Bist du doch auch irgendwie, oder? Aha, ich wusste doch, dass der noch nicht hin ist. Hast du mich vermisst, Schätzchen? Natürlich. Scheiße. Du? Tot hast du mir um einiges besser gefallen. Und du mir, als ich dein Geschwafel nicht hören musste. Los geht's. Genau. Sehr schön. So, wir müssen natürlich erstmal hier die Gelenke wieder in den Arsch bringen. Ja, das ist natürlich sehr klasse, dass ich dafür jetzt, so, jetzt mal weg hier. Ja, spring doch lieber, Mann. Sollen wir da? Sturmgewehr, okay. Wo ist denn der andere eigentlich? Ich müsste den auch noch ein bisschen im Blick behalten. Und Munition können wir mal aufrüsten. Was ist denn das hier? Oh, ich flieg weg. Ciao. Oh shit, aua. Wo ist er? Da. Ja. Nachladen, klasse. Okay. Ich muss nachher mal ausprobieren, ob bei denen hier auch die EMP-Granaten funktionieren. Oh, ich mag die Strahlenwaffe, die ist echt gut. Nein, 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 nein. Okay, ein Kern wäre hin. Oh, da muss ich doch jetzt bestimmt wieder, was? Okay, 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 okay. Ah, nee, da oben. Scheiße. Ah! Nicht gleich gerafft. So herrlich und komplett übertrieben. Da sind wir schon ein Ohrer. Was haben wir denn da hinten? Okay, ich nehme mal das schwere Maschinengewehr. Mal auf. Ups. Ach, scheiße. Ah, Mann, das mit dem Überhitzen, das ist... Oh, was denn? Was? Wo denn? Wo denn? Ups. Mal nachladen.
So, welchen Arm hatten wir da? Okay, erst nochmal nachladen, dass wir gleich... Nein! Oh! Warum habe ich den jetzt überhaupt nichts abgezogen? Weil der vielleicht scheiße viel aushält? Nun kann man gucken, was da hinten ist. Haben wir da noch? Sturmgewehr, okay, das nehmen wir mit. Sieht er mich? Ja, er sieht mich. Scheiße. Scheiße, Überhitzung. Ah, Mann. Also ich wechsle mal das Scharfschützen. Ich wechsle mal wieder zum Scharfschützengewehr. Oh ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Zack, da war der andere Arm weg. Warte mal, ich könnte mal den hier machen. Na. Der hält was aus. Also muss man schon sagen. Der Kollege ist hart im Nehmen. Bäh. Alter Schwede. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Ups. Vielleicht ist das Scharfschützengewehr doch nicht so schlecht. Gegen den Kollegen. Zack. Oh, jetzt. Passiert jetzt was? Ich glaube, es passiert was. Na komm, in die Fresse, du alter Blechkopf, damit du nur noch als Kulerdose was saugst. Oh, immer noch. Nice. Da liegt der Kopf, aber ich glaube, das war's noch nicht. Das war's garantiert noch nicht. Der Kopf. Hör doch mal auf, hier alles rumzutropfen. Und hör vor allem mal auf, mit dem Scharfschützengewehr zu schießen. Scheiße, ich bin so doof. Ich hätte mal auf den Kern schießen sollen. Gibt's hier noch irgendwo. Nö, egal. Machen wir das so. Ah, oh, jetzt liegt er. Da kommt doch aber noch was. Da kommt garantiert noch irgendwas. Nein. Oh, hör doch mal auf. Mit dem Mist. Was ist da los? Da hat einer explodiert. Ups. Ups, 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 ups. Moment, ich muss hier gerade mal jemandem helfen. Ja. Na komm schon. Ja. So, und jetzt gibt's in die Fresse. Oh, das war sehr gutes Timing und da war er dahin. Wir wollen es ja mal nicht übertreiben mit Explosionen, ne? Sehr schön. Ein toller Gegner, Endgegner. Mag ich sehr. Gut, bevor wir weitermachen, würde ich direkt mal in die nächste Folge wechseln. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin.